Gut, dann laufe ich los in Richtung Abelmir, der sich wahrscheinlich auch gerade fertig macht. Klopft doch hier an meine Tür, oder? Ja. Die klopfen einfach rein. Herein? Abelmir. Ja, was ist los? Jemand hat einen Attentäter auf euch angesetzt. Offenbar ist er stattdessen auf Serpentilio gestoßen. Ein Kind mit einem Dolch. Wie kann er irgendwo mich in der Stadt. und Serpentine verwechseln? Ach, fragt mich nicht. Das ist der schlechteste Attentäter aller Zeiten. Also wirklich. Geht's ihm gut? Den Umständen entsprechend. Ich alarmiere die Wachen. Ich laufe mal an Bord und versetze alle in Alarmbereitschaft. Dass sie niemanden an Bord lassen, ist, glaube ich, selbstverständlich. Ja, Aber sie vor allem, sollen wenn sie vielleicht sehen. auch mal über die Reling gucken und sowas. Ich würde derweil mal zu Serpentier gehen. Er hat sich jetzt sich mittlerweile etwas aufgekämpft und lehnt mit dem Rücken an dem an seinem Pult und fächert sich mit einem heruntergefallenen Tablett, wo er normalerweise Dinge draufstehen hat, Luft zu. Vielleicht wollt ihr euch setzen und tief durchatmen. Mach das Fenster zu. Nun gut, das ist eure bescheidene Gesundheit. Nun könnt ihr diesen Jungen vielleicht beschreiben. Ja, etwa so groß, dschungelmädisch, kurze schwarze Haare. Ihr wisst schon, einer von Tausenden. Ja, das ist nicht hilfreich. Weiß ich. Er war aber ein Mensch und nicht ein Dämon. Verzeiht mir, dass meine Paranoia noch nicht weit genug fortgeschritten ist, dass ich jeden Menschen, den ich auf der Straße treffe, magisch überprüfe. Ja, das ist wahr. Wie kam es überhaupt, dass ich ein Kind niederstechen konnte? Verzeiht mir, dass meine Paranoia auch noch nicht weit fort genug fortgeschritten ist, dass ich jeden Straßenjungen, der mir den Weg zeigt, nach einem Giftmesser überprüfe. Seid ihr ihm, ich seid ihm hoffentlich nicht in eine Seitengasse gefolgt, oder? Nein, er hat mich einfach auf der Hauptgasse abgestochen. Nun gut. Naja. Jetzt seid ihr etwas klüger und überlebend. Lasst euch lieber nicht stechen. Das war die letzte Dosis gegen Gift. Ja, ich versuche es zu vermeiden. Schauen wir einmal. Er hat gesagt, ihr werdet euch holen kommen. Ihr werdet Barligan wichtig werden. Also, warum setzt ihr euch nicht dahin und wir beide behalten die Tür im Auge? Das würde auch uns den ganzen Spaß nehmen, oder? Ich würde die Situation nicht als spaßig bezeichnen. Nun ja, ihr habt überlebt und nun ja, ich bin bei bester Gesundheit, mehr oder weniger. Noch. Währenddessen. Nicht mehr lange, wenn du nicht gleich gehst. Währenddessen kann Boltax auf dem Deck sich ein bisschen umblicken und ja, du siehst ja, Mendarion, der sich dort auch mit anderen Leuten unterhält, unter anderem dem stattlichen Bauersjungen. Naja, jedenfalls, dann haben wir ein Floß den Berge runtergenommen und da war Oh, diese. Mendarion, hallo. Gut, dass ich dich sehe. Ich glaube, irgendjemand wollte irgendwas von dir. Oh ja, das passiert manchmal. Achso, Nicht von wahr? ihm. Ja, Bauer, komm noch mal mit. Also, ich hab's nie mitgenommen, ich hab's nicht gestohlen, da braucht ihn eine. Nein, war ich nicht. Doch, doch, das wird euch nachgesagt und deshalb habe ich eine besondere Aufgabe für euch. Das ist schon okay, geh ruhig mit ihm mit. Ich erzähl dir später von der Lachshexe. Oh, die ist. Ich muss hier schon wieder das blöde Deck schrubben. Nein, nein, ihr kriegt eine andere Aufgabe. Jetzt komm. Wie heißt du denn? Ich bin Haldan. Aber Haldan? Meine Freunde nennen mich Bauer Rogel, wisst ihr? Weil ich ein Bauer bin. Wusstet ihr, dass ich ein Bauer bin? Ich nenne dich Bauer. Also Bauer. Ist ja nicht Es nett, geht aber um. ja, führt fort. Geht um Folgendes. Mhm. Also, ihr kennt ja bestimmt Abelmir. Welcher ich habe mir? Ja, das ist der Schwarzmagier. Na, etwa so groß, hat meistens horasische Kleidung an. Diese Narbe im Gesicht, die von einem Drachenkampf kommt. Ah ja, mein Periodenfreund mag ihn nicht. Ich erinnere mich. Ja. Mein Periodenfreund mag ihn überhaupt nicht. Nein, mit schwarzem Magier, da muss man sehr vorsichtig sein. Das hat man schon damals in der Preisschule gesagt. Braios, braios, Richtig, richtig, da habt ihr vollkommen recht. Deshalb habe ich eine wichtige Aufgabe für euch. Denn
Dieser Magier muss etwas auf einem Schiff tun. Das Schiff ist die Plagenbringer. Das habt ihr bestimmt schon mal von gehört, ne? Das ist das große Schiff, gegen das wir kämpfen werden. Ja, aber ich hab's noch nicht ganz verstanden mit diesen ganzen Dämonenarchen-Dings da. Das ist alles sehr kompliziert, wisst ihr? Und dann sagen die immer, das sind irgendwelche Plagen. Ja, das Plagen ist wirklich schlimm, wisst ihr? Wirklich bei uns kompliziert. Bei uns ist mal der Fluss überflutet. Ja, das ist ganz schlimm. Das kann passieren. Gott sei Dank hatten wir eine Reinegeweine bei uns. Ja, die hat uns alle gerettet. Wir sind alle verhungert. Ich habe keine Lust mehr, das sonst. Ich glaube, also Bendarion hängt an jedem Wort. Ja, immerhin. Für Boltax mal den Silenzium zu. Weil, ne, so Sachen von Armbruch sind halt spannend, aber wenn er von irgendwelchen Hochwassern und Ernteausfällen berichtet. Also ich kann dir sagen, ich habe eine Magic Resist von 4. Die Frage ist es einem Elf intuitiv möglich, ein reversales Silenzium rauszukloppen? Und ich glaube, das geht zu weit. Du merkst auch, der Bauer scheint nicht zu merken, dass er sich selber nicht mehr hört, sondern scheint sehr weiter eine sehr wichtige Geschichte zu erzählen. Er träumt, ja. Ja. Irgendwann löse ich ihn dann auch wieder auf, wenn sich sein Mund mal geschlossen hat. So, Bauer. Also, es geht um Folgendes. Ich habe unterbrochen. Der Adel mir. Der Abelmir. Der mit der schwarzen Robe, ja. Genau. Er hat eine Kiste. Und die Kiste, da muss später was rein. Allerdings ist der Abelmir nicht besonders stark oder kräftig. Ich bin auch nicht besonders stark oder kräftig. Das ist ja. Da kann ich den Abelmir verstehen. Das ist ja, macht auch keinen Spaß. Aber ja, ich habe schon. Und die Kiste ist schwer und er mag nicht, dass die so schwer ist. Deshalb müsst ihr die Kiste für ihn tragen. Ja. Also, zu seiner Kabine? Ja, das kann ich eben machen. Wo ist die Kiste denn? Nein, später, wenn es auf die Dämonenarche geht. Ich sagte ja. Ich sehe das in seiner Beförderung. Schönen Tag noch. Vendarion, kommst du mal bitte. Ja, aber sicher doch. Wo gehen wir hin? Sehr gut. Wir gehen da lang, möglichst weit weg von den Bauern. Oh, die Lachshexe. Die Lachshexe. Also, wo hast du sie denn getroffen? Und da habe ich doch gerade gesagt, die waren auf einem Floß den Dergel hinunter. Und auf da war diese. Floß. Ja, genau. Und da war diese Frau mit dem riesigen Fisch. Oh, und dann geht die Story los. Ja, dann kommt die Story, wie ich die Lachshexe getroffen habe. Wir werden viel über die Lachshexe reden. Okay, Zulamin kommt ja bald wieder unten an. Die Besatzung ist alarmiert. Wie ist die Lage hier? Also bei Abelmir und Serpentilio. Achso. Am Leben? Beide. Ja. Mein Hals hat aufgehört zu schwellen, was gut ist. Serpentilio hält mich gerade mit wunderbaren alten Geschichten. Wie ist die Lage oben? Ist dort immer noch ein Kind-Attentäter unterwegs? Nun, wir haben keinen gesehen, aber sagen wir so, wäre ich ein Attentäter, würde ich wohl darauf warten, dass ihr das Schiff verlasst. Was wir gerade vorhatten. Nun, dann geben wir doch die Möglichkeit und schnappen uns diesen kleinen Burschen. Nun, wenn das euer Wunsch ist, ich würde sagen, diese Angelegenheit kann auf jeden Fall nicht warten. Ich glaube, ich würde gerne Mira mitnehmen. Nicht wegen dem Attentäter, sondern... Weil sie Auswurf braucht? Sie und Rafim haben eine besondere Beziehung. Sollte er irgendwo im Sumpf sein, dann würde sie ihn finden. Das ist vom Bären haben eine verfrorene Nase. Nun gut, vielleicht sollten wir noch ein oder zwei Wachen mitnehmen. Sicher ist sicher. Ja, ich werde Tamayat fragen. Er ist zwar im Duell gegen mich unterlegen, aber ich denke, er ist trotzdem ein großer Schwertmeister. Vielleicht sollten wir auch prophylaktisch Boltax mitnehmen. Nun, da jetzt unser Alchemist ausfällt mit einem Gegengift. Ja, auf jeden Fall. Er ließ sich von dem Durcheinander an Bord nicht anstecken. Er war gerade im Gespräch mit Mandarion. Oh Gott, bei den Göttern. Nun ja. Da haben sich zwei gefunden, denke ich. Wie kann man es mit Mendarion aushalten? Man hört ihm eine kurze Weile zu und denkt, oh Gott, warum bin ich hier? Ich weiß nicht, ich finde ihn ein bisschen niedlich. Ja, es
gibt viele Bezeichnungen, aber niedlich würde ich es nicht nennen. Nun, er ist ein wenig weltfremd, aber nun ja, er ist von einer anderen Spezies. Ich weiß nicht, irgendetwas an diesen Elfen geht mir gegen den Strich an. Ich weiß es nicht, aber sie sind so naiv und gleichzeitig stammen sie aus einer alten Hochkultur. Ich weiß nicht, wie kann man so tief fallen? Ihr seid ein sehr zielstrebiger Mann, Abemir, und Gespräche mit Mendarien führen selten auf direkten Wege zum Ziel. Vielleicht ist es das. Ja, sie haben vermutlich zu viel Zeit. Und diese Zeit verschwenden sie einfach mit sinnlosem Gerede und merkwürdigen Philosophien und allem. Keine Zeit. Serpentilio, wir wollten eigentlich gerade aufbrechen, um mit der Kapitana einer Dämonenarche zu sprechen, die sich uns gerne anschließen möchte. Ihr wollt dann wohl vermutlich eher nicht mitkommen. Ja, verzeiht mir, wenn ich das sein lasse. Ja. Verpasst etwas. Ich habe das Gefühl, Abelmir, ich werde sehr bald schon nicht mehr als genug Dämonenarchen von innen sehen. Auf eine mehr oder weniger kommt es jetzt wahrhaftig nicht mehr an. Das ist wahr, aber jede Dämonenarche ist einzigartig, also. Aber wie auch immer, es ist eure Entscheidung. Dann macht mir doch eine Zeichnung, ne? Ja, genau. Eine Zeichnung. Gute Idee. Dann erholt euch gut. Ich hoffe, dass wir heil zurückkommen und euch berichten können. Und meine Schiffsjungen oder Gassenjungen. Ihr macht euch nur lustig. Ich schicke euch euren Elite-Diener. Vielleicht werdet ihr euch mit ihm in seiner Anwesenheit sicherer fühlen. Sicher doch. Danke sehr. Ja, wenn ihr nach draußen tretet, könnt ihr dann auch auf dem Hauptdeck erkennen, wie um Mira herum dicke Ketten angebunden worden sind. Normalerweise ist das ja nicht der Fall. Aber davor stehen dann auch unter anderem Jamila Sonja Jamilha, die Anführerin der Bogenschützen, sondern von Sorgan. Ihr könnt den Kadi erkennen, mit dem du ja sowieso sprechen wolltest, und den Nostrianer Kalfata. Ja, moin! Wollt ihr zu der Mira? Das halte ich jetzt aber für gar nicht so eine gute Idee, ne? Also der Cordy, ich kann ja gar nicht mit so gut mit dem reden, ne? Aber der hat irgendwas gemacht, der hat sie beruhigt, aber die war wild so. Wie Fuchsteibels wild. Nur das ist ein Bär, das, ne? Aber da müsst ihr aufpassen. Und deswegen habt ihr es geschafft, ihr die Ketten anzulegen? Boah, ich war das nicht, ne? Hier, die Jamila, die wollte ja noch Pfeile in den Kobbel jagen da. Du. Da habe ich aber gesagt, nee, du, wenn der Rafim wiederkommt, das gibt richtig Ärger, auch richtig auf Fressbrett. Die hat hier sich Sachen selber rausgerissen, aber hier, der Karl, die hat dann irgendwas mit ihr gemacht, nachdem sie dann getobt und getobt hatte. Und dann kam er irgendwann raus und hat er sie beruhigt. Ja, und danach haben wir dann Ketten angelegt, so aus Wichtigkeit und Sicherheitsgründen, ne? Ihr solltet jetzt nicht zu der Mira gehen. Das ist eine erstaunliche Leistung. Ich werde einmal mit dem Kadi sprechen. Tamayat? Ja. Geh mal zu dem hin. Steht, wie gesagt, auch daneben. Hatte dem Geplapper von Kalfata gar nicht zugehört und nickt ihr dann zu. Ich habe gehört, ihr konntet sie beruhigen. Ich habe es versucht. Es ist mir einigermaßen gelungen. Sie trauert. Sie trauert. Es sieht mir ganz danach aus. Ein Seelenschmerz, der von ihr Besitz ergriffen hat. So früh also. Es fing in der Nacht an. Kurz vor dem neuen Tag. Ihr hättet mich informieren sollen. Nun, ich bin kein Bärenmeister. Ich habe nur von den anderen gehört, dass sie nicht zu beruhigen war und tat mein Bestes. Ihr als Kapitän habt sicherlich anderes zu tun, als sich um den Bären zu kümmern.
Ich danke euch, dass ihr das übernommen habt. Es schien mir weiser zu sein, sie zu beruhigen, als dass eure Bogenschützen das stattliche Tier richten. Sulamin steht etwas hilflos da und Abelmir ist ihr gefolgt, oder? Ja, schien ihn ihr. Und sie dreht sich zu dir um. Was machen wir denn jetzt? Ja, zu unserer aller Sicherheit sollte sie angekettet bleiben, aber ich weiß nicht, warum sie in diesem Zustand ist. Vielleicht ist irgendetwas mit Rafim passiert, aber... Er ist tot, Abelmir. Das glaube ich nicht. Nicht, bevor ich mit eigenen Augen seine Leiche sehe. Davor ist er nicht tot für mich. Er ist mein Waffenbruder. Bah, er ist nicht tot. Abelmir. Er ist nicht tot. Er wird wiederkommen. Ich bin doch schließlich auch wiedergekommen, oder? Noch einmal? Ist er nicht viel zu oft wiedergekommen, um einen neuen Kampf zu kämpfen? Ja, aber ich weiß es nicht. Ich hätte an seiner Seite bleiben sollen. Da gewinnen wir einen Dämonarch und verlieren einen Freund. Kapitana, ey, mein ganz recht herzliches Beileid. Ne, das muss ich mal so sagen. Wir haben einen tapferen Krieger und Bruder an unserer Seite verloren. Und das ist schon gar nicht so gut, dass wir jetzt, dass Rafim tot ist. Ne, mein Beileid. Danke. Ich werde mich gut um den Bären kümmern. Da habt ihr mein Ehrenwort drauf. Wir müssen irgendwann nach Paul Zornbrecht, wenn es alles vorbei ist. Wir müssen ihn suchen. Ja, wenn es vorbei ist. Vielleicht gibt es Mittel. Nein, ich weiß nicht. Ob mir Satan auf dies vergeben würde. Und ob mir Rafim es vergeben würde. Er wollte sterben, aber ich habe es immer als einen immer abgetan. Ich weiß es nicht. Sulamin greift nach deiner Schulter und rüttelt dich so ganz leicht. Aber wir haben eine Aufgabe, Abelmir. Wir haben immer eine Aufgabe, aber Ich kenne ihn. Kapitana! So viele Jahren. Da will jemand an Bord. Es ist Kapitän Dachmani. Geht ruhig. Sollen wir ihn hochlassen? Ich bleibe noch ein wenig hier. Ja. Also gut, kommt rüber. Aber lasst die Waffen bei uns. Ich habe keine Waffen bei mir. Kapitana, danke, dass ihr mich an Bord gelassen habt, aber ich wollte nicht zu euch, sondern zu Boltax. Er steht da drüben. Wollt ihr unter euch sprechen? Ihr seid herzlich willkommen in der Kapitänskajüte. Nein, ich... das hat... die Ereignisse, die wir in Gang gesetzt haben, werden sich nicht verbergen lassen. Es ist etwas Gutes. Na, wobei, Boltax. Und der Lachs, der war so groß wie ein vertrautes Tier, weil er es vertraut... Oh, ja, ja, einen Moment. Hallo, was gibt es denn? Wir haben ein Problem, so würde ich sagen. Unsere Herbeirufung war zum großen Teil erfolgreich. Wir haben, wie gesagt, auf das Eis verzichtet und hoffen darauf, dass ihr mit Tubarek Alkain gesprochen habt. Ist dem so gewesen? Nun, in der Tat, es hat seinen Preis, aber nun, ich denke auch, das Eis ist nun an unserer Seite vertreten und... Ja, ausgezeichnet. Wir haben, wie gesagt, die anderen fünf fehlenden Elemente ihrem Meister herbeigerufen. Wir hatten die Zusage des Konzils der Elemente, die mit ihren eigenen Elementaristen nun auf unserem Schiff sind und...
uns eingestimmt haben. Wir waren in den Bergen und wir haben Grashmok, den Emir, herbeigerufen, der sich uns in Miarmat anschließen wird, den wir als Haupthafen gewählt haben. Ebenso haben wir Meridiana beschworen, das Herz des Südens. Luft und Wasser, die zu uns stoßen werden, allerdings nicht in Miarmat, sondern auf der offenen See selbst. Wir haben noch die Präsenz eines mächtigen Wesenheit, einer Wesenheit des Feuers gespürt, aber sie hatte nicht geantwortet. Wir sind uns nicht ganz sicher, ob ihr bereits einen Pakt mit diesem Meister besiegelt habt oder warum er nicht erscheinen mag. Nun, das wird wohl der Herr des Vulkans von Sorak sein. Ja, das ist korrekt. Ich habe bereits den Pakt mit ihm eingeleitet und auch zu meinen Konditionen erfüllt. Vermutlich müsste ich die Flöte spielen, dann wird er herbeikommen. Ja, ich denke, das sollten wir tun. Vielleicht am morgigen Tag, am 30. Ich würde das auf alle Fälle vor den namenlosen Tagen tun. Da habt ihr recht. Das sehe ich genauso. Tun wir es in Miarmat. Wir müssen uns tatsächlich noch etwas ausruhen, auch wenn es nur ein Tag ist, aber es kann uns helfen. Wir werden unsere Kraft brauchen. Sehr gut, dann werde ich in Miarmat zu euch stoßen und mit der Flöte und allem. Ich denke sowieso, dass es sinnvoll ist, wenn ich dann auf der Sulman mitfahre, wenn es in die Schlacht geht, sodass wir von zwei Fronten die Plagenbringer in die Zange nehmen können. Wie ich bereits sagte, ihr seid uns immer ein gern gesehener Gast und sollte dies vorbei sein, auch ein Lehrmeister an Bord. Wir werden euch sicherlich gut einsetzen können. Nun, sehr gerne, sehr gerne. Doch für den Moment, ich würde gerne den letzten Abend hier auf der Vianda auch mit meiner Frau verbringen. Selbstverständlich. Wir wollten euch nur darüber informieren, beziehungsweise fragen, ob ihr etwas zum Verbleib des Meisters des Feuers wisst. Ihr wusstet, wie gesagt, dass er hier ist, also in diesem gesamten Selemgrund. Hält sich seine Präsenz auf der anderen Ebene auf, aber er ließ sich nicht rufen. Nun, er wird kommen, wenn ich die Flöte spiele. Ausgezeichnet. Ich bin froh, wir sind froh, dass wir euch an unserer Seite haben. Ihr seid ein mächtiger Elementarist. Nun, das Kompliment kann ich natürlich nur zurückgeben. Ich werde mich, sobald wir in Miarmat sind, bei euch melden. Ausgezeichnet. Dann werde ich euch nicht weiter stören. Er verbirgt sich einmal auch vor dem Elfen. Kapitän, wie kann ich euch dienstbar sein? Zum jetzigen Zeitpunkt nicht, aber es gab ein Attentat. Passt bitte auf euch auf und seid misstrauischer als üblich. Habt Dank für die Warnung. Wir werden uns nicht weiter in Selem aufhalten, sondern nun, nachdem die Meister hier herbeigerufen worden sind, aufbrechen nach Miarmat. Das solltet ihr auch alsbald tun, solltet ihr nun die Stadt noch erreichen wollen. Ja, wir brechen so schnell wie möglich auf. Also gut, dann die Winde mit euch, Kapitän. Mit euch. Damit geht er von Bord, ruft einige Sachen. Ihr könnt auch noch sehen, wie er dann über die wenigen Stege in Richtung der Sulman geht und dort dann verschwindet. Die Segel werden nach und nach gesetzt. Die Ginny blasen hinein und mit schneller Geschwindigkeit fahren sie aus dem Delta heraus.